Normalerweise, wenn man mit einem Kamerateam einen Musiker von Weltrang aufsucht, um ihn zum Beispiel für TTT zu porträtieren, ist man unter Zeitdruck. Denn jede Minute mit diesem Star ist wertvoll. Und wenn man 2 Stunden kriegt, dann ist man richtig dankbar und versucht demonstrativ, den auf die Armbanduhr starrenden Künstleragenten zu ignorieren. Bei dem Musiker, den Sie jetzt kennenlernen, war alles anders. Er arbeitete wie ein Besessener mit uns zusammen, machte Vorschläge für diese und jene zusätzliche Kameraperspektive, für noch ein besseres Beispiel, worum es ihm geht, wofür er brennt. Volle 12 Stunden lang haben wir mit ihm gedreht. Mit dem Mann, der die verstaubten Kirchenorgeln endlich wachküsst. Cameron Carpenter. Okay. Chopin. Etüde in Cis-Moll, im Original für Klavier. Mit seiner Version für Orgel stellt Cameron Carpenter die traditionellen Techniken auf den Kopf. Er spielt die aberwitzigsten Läufe mit den Füßen. I started dancing as I was very young. Ich habe schon als kleines Kind mit dem Tanzen angefangen, zur gleichen Zeit wie mit dem Orgelspielen, so mit 5, 6 Jahren. Es war für mich ganz natürlich, die Füße auf diese aggressive Weise einzusetzen. Ich kann es euch zeigen, das geht genauso wie Stepptanzen. Erst steppen, dann fallen lassen. Ich stelle mir die Füße auch nicht wie 2 Teile vor, sondern wie 4. 1, 2, 3, 4. Also. Über 100 schwierige Werke hat der 29-Jährige schon für Orgel bearbeitet. Darunter Mahlers 5. Sinfonie und Liszts Mephistowalzer. Er wächst als Sohn eines Ofenbauers in Pennsylvania auf, sieht nie eine Grundschule von innen, wird zu Hause unterrichtet. Schon als Teenager komponiert er eigene Stücke. Begonnen hat alles weit weg von einer Kirche. Meine Eltern gaben mir diese Orgel aus den 30er Jahren. Diese Hammond B3 stellten sie in den Laden meines Vaters, wo Öfen hergestellt wurden. Und ich übte also Buxtehude und Bach auf dieser Jazzorgel zwischen Männern, die Metall schlugen und sägten. Diese Atmosphäre war sehr inspirierend. Das war ein besserer Übungsort für mich als eine Kirche, wo auf vielen Ebenen gar nichts passierte. Mit 13 debütiert er in Europa, studiert dann 5 Jahre an der Juilliard School in New York. Bei ihm wird die Orgel zum Musikkraftwerk, zum stampfenden Riesen. 1 Stunde Workout, Yoga und Pilates täglich und vor jeder Probe noch schnell 3 Dutzend Liegestützen. Nicht jede Orgel überlebt die Begegnung mit Carpenter unbeschadet. Ein nagelneues 6,4 Millionen Dollar Instrument in Philadelphia spielte er in Grund und Boden. Konzertveranstalter lieben seine Exzentrik und fürchten seine Leidenschaft. Plötzlich fällt eine Maus in die Pfeife. Oder die Pfeife bricht in 2 Teile. Oder irgendetwas anderes passiert, weil es die Orgel einfach nicht gewöhnt ist, weil normalerweise wird sie ja so gespielt. Eine Orgel ist doch wie ein Mensch, wenn man nicht hart trainiert, und zwar täglich, und man Bewegung reinbringt, Atem, Leben, Blut, dann wird sie fett, sie wird alt, langsam und dumm. Revolutionary nannte er seine Platte, die als erstes Orgel-Solo-Album für einen Grammy nominiert wurde. Als Vorbild nennt er Werner Herzog, den Regisseur. Wie dieser ist auch Carpenter nicht zu bremsen. Kämpferisch und umstritten. Seine Werkinterpretationen provozieren konservative Kritiker. Genauso wie sein Swarovski-Glamrock-Outfit, das er selbst entwirft. Mozarts Rondo alla Turca geht so. Meine Version klingt ein wenig anders.
Man hört natürlich das Original. Aber dann liegen unter dem Original unglaublich viele Extranoten. Das Original bleibt also immer erhalten. Und deshalb klingt es völlig irre. Es ist so, als würde man eine albtraumartige Zirkusversion davon hören, bei der tausend Ameisen über jede einzelne Note krabbeln. Meine Version klingt wie eine Panikattacke. Er hält sich nicht an vorgeschriebene Tempi und Dynamiken. Er treibt die Stücke ins Extrem und denkt sie völlig neu. Wir haben zu lange die Gewalttätigkeit der Orgel ignoriert, die Sexualität und die Sinnlichkeit, dieses alles verschlingende Feuer, die Überladenheit, die Banalitäten, die Seichtigkeit, das wird plötzlich alles weggefegt mit einer ekstatischen Attacke. Bach, Präludium Nummer 5 in D-Dur. Cameron Carpenter. Er pustet den Staub weg.